Leute, willkommen zu diesem Video. Und zwar machen wir uns jetzt auf Weg zu Maki. Er kriegt sein Ultraschallbad wieder. Und ich nehme das Kleine mit, weil für Kleinteile kann das gut gebrauchen. Da fahre ich jetzt hin, wir gucken mal, was da so macht, was da Neues so gibt. Quatschen so ein paar Themen durch, da gibt es so ein kurzes Rundumschlag-Video. Ja, ich nichts Besonderes, aber ja. Vielleicht interessiert es euch, wenn nicht, dann denkt an abschalten. Und schwer erkennen könnt, bin ich bei Marc, ich bin schon eine Weile hier. Wir haben noch ein paar Sachen gemacht und danach haben wir ein Geheimprojekt gerade gemacht, wozu es aber noch ein Video geben wird, auch auf diesem Kanal. Ist ein ganz cooles Projekt und noch ein zweites Projekt eigentlich, aber dazu gibt es dann noch Videos später. Dann müssen wir euch gedrückt. Wir sind hier, Ultraschallgeräte sind hier, wie man sehen kann, da sind hier. Ja, wir waren gerade beim Pötterhof, hier in der Nähe. Pöttenhof. Die haben so einen Grillautomat, geiles Fleisch. Vor allem sind die Tiere werden auch gut behandelt da. Kann ich empfehlen, schmeckt schweinegeil da. Wer hier in der Gegend ist, ne? Pöttenhof. Fleisch holen. So, wir können mal ein bisschen hier rumgucken, was so Marc in den letzten Wochen gemacht hat. Ne? Also, oh, Stand der Dinge. Wie auch, ja, Grill läuft. Der Grill wird gerade angeschmissen. Wie auch was. Also, wir holen nachher noch einen Saphira, der irgendwie gemacht werden muss. Also, der er macht morgen, Sonntag. Ich mache da nichts dran. Aber da ist nur der Keilrippenriemen abgeflogen, wahrscheinlich, weil die Spannrolle gefressen hat. Tausch sollte Marki hinkriegen. Hallo! Da hinten. Marki sollte den Tausch hinkriegen. Das Blöde bei Opel ist nur mal, dass dieser Keilrippenriemen um den Motorhalter läuft. Habt ihr ja beim Corsa etc. pp. Beim Astra G schon gesehen. Ja, aber bitte hinkriegen. So, wir gucken mal, was hier passiert ist. Hallo. Im Chaos, genau. Sag mal hallo. Da ist er. Der Dicke ist wieder da, ne? Ja, der. Ja, ja, meine Community mag keine Fremden. Ja. Weder dich noch Mats. Ja, Mats mag ich auch nicht. Ja. Grauenhaft hier aktuell. Ja, ne? Ja, wir gucken mal ein bisschen rum. Erzähl mal, was hast du hier gemacht? Was soll ich denn? Du hast dir ein Kombo gekauft. Ne, sicher nicht. Der ist von Tim, ein Kollege von mir. Der hat das Dach kaputt. Kannst du mal zeigen? Ist ja auch für eine Auto-Community sogar ganz interessant, glaube ich, ne? Ja, ist ein Corsa B, also Kombo auf. Aber oben heißen ja alle in Anführungsstrichen Kombo. Basierend ja auf Corsa B, Corsa C, Corsa D. Genau, immer quasi ab hier dort, ne? Kasten. Klatschfedern hinten. Genau. Wegen mehr Laden. Hier war das Problem, dass wohl dieses Dach. Das ist das sogar sehen vorne. Ist das nur eingeklebt oder? Ja, das ist verschraubt. Und du hast die Dichtung, die jetzt da auch dran ist, wieder. Hm. Und die ist aber nur Sichtkantenschutz hier. Aber hier unten, hier hast du. Gammelt. Ja. Das gar nicht wie Hölle. Das ist komplett kaputt hier vorne. Ja. Überall im Rosten. Warum das damals aus Metall gebaut wurde, keine Ahnung. Fuck. Jetzt ist dann GFK. Genau, das ist ein GFK-Nachbau. Das Einzige, was fehlt, sind diese Windriefen hier. Ne? Ja. Die fehlen da, aber die machen, glaube ich, keine Unterschiede. Neue Scheibe drin. Genau, die alte Scheibe hier ist gerissen gewesen. Das ist aber auch so ein Phänomen. Hatten wir ja, hatte ich dir ja auch gesagt, dass es halt. Ist nicht ganz einfach bei dem Auto tatsächlich. Das ist nicht normal eingeklebt, wie man sie einkleben sollte. Wir haben sie jetzt zweimal einkleben müssen, weil beim ersten Mal die Scheibe mit der Dichtung einfach nicht passte. Das ist eine Nachbauscheibe, ist keine Originale. Mhm. Wobei es gibt ja auch keinen Originalhersteller. Es gibt ja nur drei oder vier Hersteller. Ja, die für alle, auch für Opel genau, so produzieren. Genau. Aber das ist jetzt, keine Ahnung, das war jetzt irgendwas bei eBay. Ich habe nie Probleme gehabt mit eBay-Scheiben, tatsächlich beim E36 zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du da Probleme hattest. Aber bei dem war jetzt das Problem, dass die Scheibe, die Krümmung nicht stimmte. Und ja, keine Ahnung, wir haben dann jetzt versucht, original mit der Dichtung einzukleben, hat keinerlei Chance gehabt. Also es wurde nicht mal ansatzweise irgendwie in der richtigen Position. Also ohne Dichtung. Ohne Dichtung eingeklebt, genau. Und die Scheibe erstmal so komplett ohne rein und dann halt die Dichtung so aufgeschnitten. Eine Seite, dass wir die, hier haben wir dann Dichtmasse quasi einmal rundherum gemacht. Ich zum Beispiel hätte gar keine Dichtung mehr drauf gemacht, aber dadurch, dass du den Übergang hier mit dem Dach halt irgendwie brauchst, haben wir halt gesagt, doch, machen wir doch rein. Dichtmasse rum, Dichtung reingedrückt, einmal rundherum geklebt, deswegen ist sie auch überall fixiert, dass sie halt jetzt noch gut durchtrocknet. Deswegen ist sie auch nicht direkt mit dem Auto gefahren. Aber Scheibe ist drinnen, ist jetzt fest, ist auf jeden Fall wesentlich besser als mit der Dichtung. Vorher haben wir, ich glaube, an einer Seite so einen Spalt gehabt. Das ist wirklich viel.
Ja. Da war dicht, hier Dichtmasse, ne? Also hier die Kleber, die Scheibenkleber, war so hoch. Keine Kontakt mit der Scheibe. So schlimm war diese Wölbung. Es ist aber wie eine Dichtung sehr wahrscheinlich gewesen. Ja. Ja. Also ihr müsst quasi, um die Scheibe zu machen, muss das Dach ausgebaut werden. Ja, das habe ich mir schon so gedacht. Genau. Aber mit der Ledigkiste ist das schon. Ja, er hat jetzt die Scheibe direkt mitgemacht mit GFTK-Dach. Ist, glaube ich, nicht günstig, das Ding. Mhm. Aber es macht es halt einmal in deinem Leben. Ja. Und wenn das Ding, das ist zum Camper umgebaut, das ist quasi so ein Camper-Umbau. Aber ich habe ein extra Video darüber gemacht. Ja, könnt ihr bei mir gucken. Ne? Ja, also hier sind noch unsere Bühnen von unserer Hotel. Die liegen hier noch rum. Das wird wahrscheinlich bei dir auch noch etwas dauern, bis die an dieser Position kann. Bei mir? Ja, bei mir. Ja, es ist jetzt geht. Also, ich plane das so Anfang des Jahres. Ja. Ende diesen Jahr, also wirklich ganz, ganz Ende. Aber das ist halt ein bisschen abhängig davon, ja, wie weit alles abhängt. Ich bin in der Hoffnung, dass Dezember bei mir losgeht. Aber sonst denke ich mal, sind wir fast zeitgleich dann. Ja. Dann ist hier auch. Ja, bei mir kommt es jetzt aber nicht drauf an, ob das ein Tag später oder ein Tag früher ist. Ja. Ich richte mich da eher nach den Leuten, die da helfen, weil die ganzen Traverse-Dings hier oben, bei mir muss ja alles geändert werden. Weil es wäre ja dann im Weg. Und die Bühne. Genau, das muss komplett. Ja, man wird es dann sehen, wer als erstes die Bühne dann doch steht. Das ist richtig. Ja, Pickup geht es auch ein bisschen weiter. Ja. Wir haben eine Spachtelorgie gesehen. Habt ihr gesehen? Ja, Leute, die dich verfallen haben, gesehen. Kannst ja gucken, wie es jetzt aussieht. Also es ist immer noch sehr spachtelig, aber es ist schon sehr nah an gerade dran. Ja, dafür ist auch Spachtel da. Und dran. Genau. Ist noch nicht ganz gerade, aber das wird. Ja. Es ist ja auch noch GFK-Spachtel. Ich habe jetzt noch nicht weitergemacht. Ne? Das ist ja noch kein Feinspachtel oder sowas. Ne? Bevor jetzt die Leute schreien, kauft euer Ding neu, könnt ihr Marc gerne kaufen, aber dafür kriegen manche Leute ein Auto. Mehr sogar. Oder also, manche Leute kaufen für das Geld ein Auto. Ladefläche mit Schäden, Lack oder halt Beulen und so weiter kriegt ihr nicht unter 1.000 Euro. Das sag ich also. Und das ist sogar noch die seltenere, weil es die kurze Ladefläche ist. Also es war einfach die wirtschaftlich vernünftigere Version, das vielleicht nicht in bester Weise auszubeulen und jetzt zu spachteln, aber es muss ja im Endeffekt das Auto ist nicht dafür da, um jemanden zu verkaufen, der dann damit in Anführungsstrichen gelinkt wird, dafür selbst nein, das ist halt selber zu fahren. Ja. Deswegen kann man damit eigentlich auch leben, weil man weiß es ja selber und weiß, wie vielleicht mal irgendwann eine Ladefläche auftaucht oder so. Richtig, ich gucke, also das habe ich auch bei mir im Video gesagt, wenn ich eine günstige Ladefläche bekomme, die in einem einwandfreien Zustand ist, würde ich die auch nehmen, die dann halt in die Farbe lackieren und Problem gelöst. Aber fürs Erste reicht das. Ja, hier sehen wir den Regal, Anführungsstrichen, Ausbau vom Markt. Man sieht, ich weiß nicht, vielleicht finde ich noch ein Bild oder so, oder kann man aus dem Video einblenden, wie es vorher aussah. Mhm. Er hat jetzt die Schwerlastregale hingebaut, um eine zweite Ebene zu haben, um Sachen zu lagern. In dem Sinne mehr Platz, weil in der Höhe, die kann man hier nutzen. Ich gehe mal einmal einfach rum. Ja. Ne? Also man sieht es ja, ist ja abgeteilt, hier hinten ist die Werkbank. Kannst du Lichter machen, ne? Ich hoffe, ich kann. Also, man sieht es ja, hier ist der so Räumlichkeiten, ne? Die dann da entstanden sind. Sinnig, um mehr Platz zu haben, wenn man es braucht. Aber ich habe es ja schon, ich glaube, bei Marc gesagt oder auch selber, mir gefällt es optisch einfach nicht, weil es wirkt einfach alles wieder zu. Sinnig ist es definitiv, weil du hast mehr Platz, da hast du deine Couch-Ecke, da kannst du das Lager hinmachen, deswegen wandert da das Lager aus. Aber für mich wirkt das jetzt, ne? Einfach so ein bisschen, also mir gefällt es optisch einfach nicht. Das ist bei mir in der Halle könnte ich das, in der neuen Halle könnte ich das auch machen, weil ich habe noch eine höhere Deckenhöhe als hier. Da wäre sowas sogar auch ohne Probleme möglich. Aber weiß nicht. Vielleicht wird es irgendwann kommen, ich merke, dass ich zu wenig Platz habe. Hier entsteht übrigens eine Treppe, dass man auch relativ bequem hochkommt. Vielleicht wird es bei mir auch irgendwann so geben wie eine leichte zweite Ebene. Aber da muss man auch ganz viele Gedanken machen. Aber die Halle bis bei mir, bis sie überhaupt so weit steht, dass man sich da Gedanken machen muss, da vergeht bestimmt noch ein Jahr. Was denn? Also ich habe gesagt, vielleicht mache ich auch eine Ebene bei mir rein. Ja, das hat sie ja schon mal gesagt, Übers Lager oder so, dass man unten Lager oben Büro macht, wie du.
Aber bei mir wird es höchstwahrscheinlich bestimmt noch ein Jahr, anderthalb Jahre dauern, bis ich überhaupt in den Zustand bin. Du weißt doch selber, wie lange das gedauert hat bei dir mit der Halle. Fast ein Jahr jetzt, über ein Jahr. Also es wird nicht von heute auf morgen gehen. Nein, du baust erstmal provisorisch, so wie du das gerade hast, was du alles vorhast. Genau, was du gerade hast, das genau, machst du. Die beiden Bühnen und so weiter hatte ich ja hier stehen. Und dadurch, dass jetzt eine Bühne weggefallen ist, hat man ja ein bisschen mehr Platz. Ja. Und man hat tatsächlich sogar mehr Platz. Also es ist immer, ne? Ja. Da müsst ihr auch mit leben, Leute, dass bei mir auch lange Zeit wahrscheinlich Chaos sein wird. Ja. Es nach und nach erst sich ändert. Weil es ist nicht nur ein Zeitfaktor, man weiß gar nicht, wie viel Zeit da drauf geht für sowas, sondern auch ein finanzieller Faktor. Ja, also wenn du auch wenn du viele Sachen geschenkt kriegst, ich habe ja wirklich die Regale mega günstig gekauft. Da habe ich ja Marc welche abgegeben, also ne, das ist halt, oder wir haben zusammen gekauft, sagen wir einfach mal. Ich habe doch voll viele über gehabt, die habe ich weiterverkauft. Und also im Endeffekt bin ich richtig gut aus der Umbau rausgegangen. Mhm. Aber trotzdem ist halt viel Arbeit. Allein die Platten, ne? Die ganzen Holzplatten, die da oben drauf liegen. Ne? Auch ich meine, das Ding ist, man musste sowas nicht bauen. Ganz ehrlich, man musste sowas nicht bauen. Aber ich sehe das so, guck mal, oben hat man jetzt eine Chill-Ecke, die jetzt noch nicht ganz fertig ist. So, es fehlt noch ein Couchstück. Aber ganz ehrlich, das ist so schnell gemacht, da oben eine Chill-Ecke hinzumachen. Und ich wollte das einfach hier in dem Raum haben, weil hier im Raum ist die einzige Heizung. Ne? Und man ist vorne komplett weit weg von dem ganzen Geschehen. Ist, ich verstehe schon, hier vorne, man hat zwar hier vorne auch Platz, Büro unter anderem, komplett eingerichtet, aber man hat eben abgeteiltes Büro, das war das Lager, das ja... man sieht jetzt hier Chaos, aber das ist... weil geht ja nicht anders. Das Schlimme ist, wenn man, ich räume nicht nur aus und räume um, ich räume aus und schmeiße weg. Das war vernünftig. Das werdet ihr bei mir auch sehen. Ich werde viel einfach wegschmeißen. Ja. Weil ich auch keine Muße habe, für ein Teil, wofür ich vielleicht 5 Euro oder 10 Euro bekomme, mir noch Gedanken zu machen, wie ich es verpacke und zur Post zu kriegen, bei der wenigen Zeit, die ich habe. Habe ich auch gesagt. Damit ich im Endeffekt vielleicht 4,70 Euro dran verdient habe, dann schmeiße ich es lieber weg. Ja. Oder es soll einer kommen und sich das hier holen. Ja, ich habe auch gesehen, ich habe auch viele paar Kleinteile für BMW, falls einer was braucht. Das werdet ihr bei mir dann auch sehen. Genau. Dass ich entweder viel wegschmeißen werde, wo wahrscheinlich der eine oder andere sagen wird, wie konntest du das nur wegschmeißen? Ja, wenn das eh keiner kauft. Ja. Ich habe ja mal gesagt, ich biete schon lange Zeit Kostrital für einen Askonazin. Habe ich auch. Kannst du dich an den V8-Schlachter erinnern, den ich hatte? Ja. Die Türen habe ich alle angeboten. Wollte kein Mensch haben. Will bei mir auch keiner haben. Wollte kein Mensch haben. Dann habe ich sie weggeschmissen. Oh, das sind mit Türen weggeschmissen, das ist doch Schande. Und ja, so. Das kommt dann, aber die Leute würden es nicht kaufen. Ja. Wenn ihr Kostrital von Ascona C braucht, CC, guten Zustand, könnt ihr euch gerne bei mir melden, gibt es günstig. Und wenn keiner die haben will, wenn der Omega 3000 weggeht, gehen die Teile auch weg. Vielleicht gucke ich noch mal einen Tag vorher, dass sich jemand holt für Ume im Endeffekt vielleicht. Wobei ich durch Schrott noch Geld kriege. In dem Sinne muss man da aufwiegen. Nehme ich jetzt die Tür und verschenke die oder lege die in Schrottauto und kriege vielleicht dafür nochmal 3 Euro? Na gut. Kann man doch ausdehnen, ne? Ja, kann man, ja. Ja, nein, aber ich will ja nicht geizig sein, als es ist. Wäre schön. Bei mir ist es aber auch so. Wäre schön, genau. Es wäre schön, wenn ich damit noch ein bisschen Geld machen könnte, weil das ja auch in die neue Halle wandert. Das ist halt immer die. Dann ist das. Man versteht das schnell falsch. Das Geld, was man für sowas, also auch wenn ihr gebrauchte Teile von Jens oder von mir oder was auch immer kauft, dann ist das ja nicht so, ihr gebt demjenigen Geld dafür, sondern ihr gebt demjenigen Geld, dass er weitermachen kann. Genau, für das Projekte, für die Halle, für was auch immer. Also egal, was ihr jetzt kaufen würdet, bei mir oder bei Marc, es wandert ja wieder in die Halle und ist auch was für euch dann. Es wandert auch für euch, es wandert in dem Sinne wieder zurück für euch, weil ihr dadurch Projekte finanziert. Genau. Ich werde die Halle, wie gesagt, ausmisten. Ich kann leider nichts von dir gebrauchen. Ja, viel weiß ich nicht mehr. Das wird auch erst zutage kommen, wenn ich die Sachen raus will. Das Problem ist, solange ich ja nicht drüben in die Halle rein kann, also sprich, die Halle drüben nicht fertig ist, der Boden nicht versiegelt ist und die Elektrik gemacht ist, ne, muss nicht mal die Bühne da stehen, kann ich nicht richtig ausräumen und umräumen, weil ich würde dann die jetzige Halle zustellen, noch mehr, als es schon zugestellt ist. Ja. Und das würde nur zu Chaos führen. Das heißt, es wird... hier. Ja. So wird es nicht dann auch überall sein. Das heißt, dem Moment, wo ich den Boden fertig habe, die Elektrik grundlegend fertig habe und ich umziehe, dann werden auch mehrere Sachen wahrscheinlich zum Vorschein kommen, die ich auch wieder verkaufe und anbieten werde, so wie bei Markets auch gerade läuft. Ja.
Kostritaler sind jetzt große Sachen, wo ich jetzt relativ einfach drankomme. Deswegen will ich jetzt versuchen, am Anfang im Vorfeld schon wegzukriegen. Ja, weil es das Golf schon mal weg. Ja, Golf 4, ja, gibt es genügend von, ne? Ja, das ist es, ja. Ich habe es ja damals ausgebaut. Ja, ich habe es früher auch mal beim Ascona C alle Plastikteile aus Innenraum weggelegt. Ja. Wann habe ich mal ein Plastikteil von Innenraum gebraucht? Das Ding ist, du kannst die teuren Sachen, die oft kaputt gehen, kannst du weglegen. Ja. Aber dass der Rest. Das wird jetzt auch passieren. Ich werde die Innenraumteile gucken, dass ich einen vernünftigen Satz oder vielleicht zwei Sätze habe, die in gutem Zustand sind. Und der Rest an Kunststoffteil wird klein gemacht und kommt in den Sack weg. Weil die will eh keiner haben und es will keiner was für bezahlen. So, jetzt mach Schluss. Es gibt jetzt Würstchen. Genau. Ne? Okay, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir holen jetzt gleich einen Saphira noch. T3 ist Zukunft. Ne? So. Sobald der Pickup fertig ist, ist der T3 auch mein nächstes Projekt. Also der Pickup wird mein Daily und der T3 wird auf jeden Fall danach fertig werden. Ich habe so Bock auf das Auto, das ist viel schlimmer, dass er steht. Das Problem ist nur, das muss erstmal alles hier geregelt werden. Das und das. Da muss erstmal alles geregelt werden, die Halle, dass sie vernünftig läuft, damit er an sowas denken kann. Genau. Ja. Aber ist halt viel nebenbei. Ne? Man muss halt ja, und das verstehen auch viele Leute. Ich muss mir vorstellen, ich bin alleine. Das ja, ist er ist alleine. Gut, er hat den ganzen Tag Anführungsstrichen Zeit. Ja. Aber trotzdem, selbst wenn du den ganzen Tag Zeit hast, gibt es manchmal Tage, da schaffst du einfach nichts. Ja. Da denkst du, was hast du den ganzen Tag gemacht und du siehst nichts. Ja. Das ist das Problem. Ja. Und das wäre ich bei mir auch häufiger. Zum Beispiel unser Anhänger noch dazwischen. Ja, oder irgendwelche Leute, die Probleme haben. Ja, gut, aber der Tim stört mich jetzt nicht. Der hat mir zwischendurch auch geholfen. Also. Aber es kommt ja immer wieder dazwischen. Ja, klar. Ne? Aber zum Beispiel der Anhänger war jetzt zwischendurch, aber den Anhänger haben wir gekauft wegen dem ganzen Scheiß. Wie oft soll ich mit dem Auto fahren zur Deponie? Ey, ganz ehrlich. Ja. Und das kostet halt pro Anhänger, pro Dingsladung halt immer einen Zehner. Da bin ich 40, 50 Euro los. Nur weil ich da fünfmal hingefahren bin, so wenn ich den Anhänger einmal voll mache, zahle ich einen 20 oder so. Weißt du, das lohnt sich halt. Und Anhänger brauchst du immer wieder. Deswegen ist das schon alles ganz sinnig. Ja, deswegen, ihr müsst uns auch mal verstehen, wenn Sachen langsamer gehen oder nicht so, wie ihr denkt. Oder warum wurde das Projekt noch nicht gemacht oder sonst was. Wir sind nun mal nur Menschen. Ja. Und ich habe noch ein großes Problem. Ich bin ja kein Vollzeit-YouTuber, so wie er da. Nein, das will ich jetzt nicht abwertend bewerten, aber ich habe nun mal noch weniger Zeit. Und dann gibt es da noch viele Probleme. Und Familie? Ja, Familie auch noch, hat er ja auch nicht. Ja, ich bin ganz alleine zu Hause. Allein. 33. Übrigens, wer ihn kennenlernen will, ne? Weiblich. Übergewichtig, ne? Weiblich oder doch divers? Ja, divers geht auch. Also weiblich, wer ihn kennenlernen will, anschreiben. Er ist ein ganz netter. Vielleicht, manchmal. Ganz manchmal, manchmal. Aber wenn ihr über 18 seid, habt ihr verloren. Und bekloppt. Der Wendler. Hau ab. So, also, ne, bitte versteht das, wenn manche Sachen einfach nicht so schnell gehen, wie ihr vielleicht wollt, oder Projekte liegen bleiben, bei mir oder bei Marc. Es geht nun mal nicht. Ich sag, bei mir ist das ja YouTube noch das Hobby neben Hobby und neben normalem Beruf und Familie, wie Marc schon gesagt hat. Da geht das nicht so einfach. Gut, das war jetzt mal so ein Durcheinander-Video. Mehr gibt es eigentlich auch nicht mehr zu erzählen. Wir holen nachher noch den Saphira. Dann fahr ich schon nach Hause, muss einkaufen. Ja, Familie. Und wir grillen heute Abend nochmal fein. Jetzt grill ich, heute Abend grill ich. Dein Leben kann doch so schön sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.